Boah. Komm her, ne? Die haben wir auch noch. Gut. Ich bin dafür. Ja, gut. Die wollte ich genau. Bin wieder überfordert mit den ganzen Waffen, die wir hier kriegen können. Oh, fuck. Falsch zu spät. Was mache ich denn hier wieder für einen Scheiß? Ich habe den Granatwerfer gesucht und nicht gefunden. Ich möchte einmal ganz gern wissen, was Wesker denn im Nahkampf macht, aber jetzt kommt gerade keiner an mich dran. Ich bin jetzt nicht unbedingt unglücklich drüber. Da war er doch. Okay. Magnum's leer, war klar. Gut. Es geht aber, es geht. Und es macht Spaß. Also das Wesker-Szenario ist ziemlich cool gerade. Oh nee, es gibt doch einen Boss. Ist das William Birkin nochmal? Scheiße. Da haben wir jetzt nicht gerechnet. Hohohohohoho. Wesker darf gegen William Birkin kämpfen, das ist toll. Er hat aber gerade gar keine Energieleiste, ne? Okay. Oh, bist du tot. Okay. War relativ simpel. Ich konnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es das so ein Riesenkampf wird. Oh, die Mucke ist jetzt wieder geil. Sehr schön. Ja, ist also klar. Apparently even this refuse has T's recovery ability. Und dass er auch so trocken dabei bleibt. Geil. Ja, was muss ich denn tun? Ach, jetzt hat er noch... ich konnte ja gar nicht ausweichen. Was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Ja, ich bin tot. Das habe ich festgestellt. Danke für den Hinweis. Ich hatte ja keine Möglichkeit auszuweichen oder sonst irgendwas zu tun. Was hätte ich denn da machen sollen? What do we have here? What do we have here? You were supposed to have been disposed of. Komm her. Da kommt mal mit. Na, bist du tot? Nee, bist du nicht. Na, komm her. Tja. Hätte ich vielleicht nicht alle Granaten benutzen sollen? Weiß ich nicht. Wird er gleich irgendwie down sein, ne? Also eben habe ich ihn ja tot gekriegt, also... Ja, ich habe die noch. Ich habe B gedrückt, ne? Aber nur so zur Info. Kommt her hier. Musst du jetzt mal langsam drauf gehen hier. Ich hab doch eh viel schneller Tod gekriegt. Woran liegt's denn jetzt? Okay, der ist tot. Dann müsste ich jetzt gleich mal die Magnum ausrüsten, weil was anderes habe ich jetzt nicht mehr. Aber ich brauche mit dem was Tolles. Ach, die Magnum ist leer. Ich habe nur noch. Okay. Ja. Apparently even this refuse has T's recovery ability. Ah, okay. Was soll ich denn tun?
Jetzt mal ohne Witz. Muss ich einfach jetzt sparsam mit meiner Munition umgehen oder wie? Oder keine Ahnung, weil der haut mich ja einfach. Ich habe keine Möglichkeit. Das Spiel bietet mir keine Möglichkeit auszuweichen. Dann machen wir das erstmal so. Ein bisschen genauer zielen und die Ausweichmomente nutzen. Okay. Ich habe B gerückt. Na gut. Okay, komm mal her. Ich warte, bis du jetzt um die Ecke kommst. So. Zack. So. Ja, gut, ich habe beides gedrückt gerade. Muss ich gestehen. A und B. Hi. Ja, ich ziele nicht besonders gut, ne? Das muss ich auch mal tun. Na gut. Also ich muss zusehen, dass ich gleich da irgendwie noch was übrig habe an Munition. Das ist wichtig. Okay, den hier, das habe ich gemacht. Okay. Jetzt versuche ich das mit den Granaten. Also die kann ich ja gleich auch schlecht werfen. Okay. Habe ich jetzt noch... Jetzt habe ich nur noch die Granaten übrig. Toll. Super. Wir haben toll hingekriegt. Ja. Echt jetzt, ne? Genau das Falsche aufgeschont. Ich glaub's nicht. Das war jetzt nicht gut. Oh! Oh, dort ist er. Ist halt das überhaupt Birken? Ja, das muss ja schon Birken sein, oder? Ich vermute es mal ganz stark. Obwohl der anders aussah, ne? Oder war das irgendein anderer Tyrant? Ich weiß es nicht. The BOW still needs a little more work. Mhm. Jetzt bin ich ja wieder am Anfang, oder? Ich würde sagen, ich bin wieder am Anfang. Ist das jetzt so ein Endlos-Ding, dass ich jetzt immer wieder im Kreis laufe hier? Hm. Keine Ahnung. Nee, ach, jetzt darf ich fahren. Ach so. Ah, wir haben es geschafft. Sehr cool. Ja, war doch ein netter kleiner Abstecher, finde ich, diese Session hier. Oder diese Aufnahme. Und wir kriegen 3 Sterne. Cool. Die Magnum. Dadurch haben wir jetzt die Magnum erhalten. Egelwachstumsdaten erhalten. Sehr schön. Profil von William Birken erhalten. Das ist auch sehr geil. Und West Coast Szenario für Kapitel 2. Ist doch mal ein komplettes Kapitel wieder. Das ist ja geil. Cool, cool, cool. Das Spiel geht weiter. Ich freue mich. Das ist doch schön. Und es ist nicht allzu schwer, das Wesker-Szenario. Okay. Dann gehen wir wieder ins Archiv und lesen ein wenig. Ah, deswegen habe ich jetzt noch ein paar Lücken hier wahrscheinlich gefüllt. Ne, ich muss da... Ich bin im falschen Reiter. Da muss ich hin. Genau. Den haben wir jetzt neu. So, Egelwachstumsdaten. Die gucken wir uns jetzt an. Ich habe 4 Egel mit Progenitor behandelt. Ihr Überlebenswille diktiert ihnen, zuerst parasitisch zu leben und dann Beute zu reißen. Schließlich werden sie sich vermehren. Ihr zielstrebiges Verhalten macht sie zu attraktiven Kandidaten für die Forschung an Biowaffen. Sie schienen sich zwar erst vor Schmerzen zu winden, gaben dann aber bald Ruhe. Man sah ihnen keine größeren Veränderungen an. 10. Februar 1978, das ist schon lange her. Die Behandlung mit Progenitor ist jetzt 7 Tage her für das Jahres. Sie sind schnell auf die doppelte Größe angewachsen und es gibt erste Anzeichen einer Verwandlung. Sie haben sich auch erfolgreich vermehrt. Innerhalb einer Stunde hatte sich ihre Anzahl verdoppelt. Sie waren aber so hungrig, dass sie sich gegenseitig auffressen wollten. Super. Ich habe schleunigst zugefüttert, aber 2 von ihnen hatte es bereits erwischt. Oh. 7. März 78. Ich habe ihnen lebendiges Futter verschafft, aber die Hälfte von ihnen verloren, als das Futter sich wehrte. Die Egel lernen aus dieser Erfahrung und beginnen in Gruppen anzugreifen. Sie haben auch mit dem Kannibalismus aufgehört. Ihre Evolution übersteigt sämtliche Erwartungen. 22. April 78. Die Egel zeigen kein Individualverhalten mehr, selbst wenn sie nicht gerade fressen.
Sie bewegen sich als Kollektiv. Sie verzehren alles, was ich ihnen vorsetze, und zwar im Handumdrehen. 30. April 78. Ein Mitarbeiter hat meine Experimente entdeckt. Wie werden die Igel reagieren? Ob ihnen auch Menschen schmecken? Bestimmt. 3. Juni 78. Ein denkwürdiger Tag. Sie haben angefangen, mich nachzuahmen. Sie kennen mich als ihren Vater. Was für prachtvolle Kinder. Niemand darf sie mir wegnehmen. Okay, und da fing er dann richtig an, krank zu werden. Okay, wir haben was gefunden. Profil von William Birkin. Ein weltberühmter Wissenschaftler, der für Umbrella arbeitete. Er war in erster Linie verantwortlich für die Entwicklung des G-Virus. Er war auch maßgeblich an der Erforschung des T-Virus beteiligt, indem er Markes Arbeit vorführte. Nicht vorführte, sondern fortführte. Dann kam es allerdings zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und Umbrella. Er wendete sich an das US-Militär, woraufhin Umbrella seine Spezialeinheit aussandte. Kurz bevor diese ihn umbrachte, injizierte er sich selbst das G-Virus und wurde zu einem Ungeheuer. Er hinterlässt eine Tochter, Sherry. Seine Frau Annette ist nicht mehr am Leben. Ja, Sherry spielt man, glaube ich, in Resident Evil 6 wieder. Das weiß ich zwar, aber ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe Teil 6. Vielleicht kommt er ja irgendwann mal. Ne? Ich will aber noch nichts versprechen. So, dann gucken wir mal, wie wir unsere Sterne verteilen. Ne? Dann können wir eine unserer Waffen vielleicht noch ein bisschen aufbessern. Wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt überhaupt? 3 Sterne. Wir könnten die entweder... Oh. Die Magnum könnten wir auch. Oh, es ist eine schwere Entscheidung. Ich nehme mal diese gute Maschinenpistole hier. Zack. Aufgepimpt. Ja. Ich glaube, wir finden noch ein paar Waffen, ne? Sieht so komisch angeordnet aus. Was gibt's denn noch für Waffen? Also wir machen mal hier weiter. Im Westwest. Alter, das war jetzt Anfänger 1 abgeschlossen, Anfänger 2. Ich frage mich jetzt gerade, wenn ich da jetzt hingehe. Nee, da geht's nicht weiter. Ich dachte, dass jetzt hier noch ein zweiter wäre. Aber okay. Oder, Moment. Nee, das wollte ich nicht. Nein, okay. Ich habe gedacht, dass ich da jetzt noch ein zweites Kapitel auswählen kann. Aber dann war das hier gemeint. Das ist neu. Das ist aber auch ein Wesker-Kapitel. Genau. Ja, gucken wir, was uns hier erwartet. Ja, wir nehmen mal direkt die Magnum mit, wa? Die hat ja ganz gut Wumms. Oder nehme ich jetzt... Ich habe jetzt ja gerade die hier aufgepimpt. Das war doch die hier, oder? Ich glaube schon, dass es die war. Die nehme ich mal mit. Das ist, glaube ich, die, die Carlos hatte. Jupp, machen wir. Und, ja, ich hätte natürlich das Maschinengewehr, den Raketenwerfer wieder mitnehmen können. Hm. Gucken wir erstmal. Wesker brachte die Seilbahn zum Laufen und erreichte die Oberfläche. Er musste immer noch durch das Ausbildungszentrum entkommen, wo bioorganische Waffen nach Blut beulten. Beulten, genau, Alex. Ja. Ach, geht schon los, ich wollte auch schon trinken. Keine Zeit zum Trinken hier. Ach, nee. Aber ich glaube, vielleicht sind die gar nicht so anfällig, die Affen. Anfällig, was soll ich sagen? Ich wollte sagen, vielleicht geht das ganz gut mit dem Maschinengewehr. Da hinten ist ein... Also wenn ich hier schon erste Hilfespray bekomme, ne? Da wird es bestimmt schwieriger. Jetzt sind wir aber wieder im Zero-Gebäude hier. Erstmal alle Lichter ausmachen. Hallo Affe! Und noch mehr. Oh, ich brauche so viele Affen! Ja. Okay, ja genau, gehen wir nach Hause. Hi, da raus! Was ist denn hier? Ah, ich nehme mal die Pistole. Ich muss ja nicht meine ganze gute Muni jetzt an euch verschwenden. Ich guck gerade, ob es da noch was Tolles gibt. Ich sehe da hinten was leuchten. Okay, das war Munition. Ich
bin echt gerade unentschlossen, welche Waffe ich am besten auswähle. Ahaha. Jetzt müssen wir wahrscheinlich bei Wesker gegen den Wurm kämpfen. Ich hab's schon befürchtet, dass wir den noch treffen werden. Nein. Oh, hallo. Sag mal, gehst du mal drauf da hinten? Du lebst immer noch, ne? Hi. Guck mal, der war jetzt sofort tot und der andere hat jetzt Ewigkeiten gebraucht. Oh Gott. Ja, ich habe natürlich jetzt auch wesentlich bessere Waffen als damals mit Rebecca und Billy. Das muss ich ja auch sagen. Ich könnte natürlich meine Granaten nehmen, aber nee, die schone ich erstmal. Wow! Geh weg. Ich habe nur noch 14 Schuss, das ist nicht allzu viel. Okay, rein damit. Okay. Geh aber raus. So, weg, bis war. Langsam. Ist aber. Ey! Oh, ich habe eine Granate gespielt, das wollte ich gar nicht. Ach, das ist ja... Ich habe das nicht gesehen, dass da noch ein Affe steht. Ich habe da auch, oh, ich lade mal gemütlich meine Waffen durch. Ah, ein Dokument gefunden. Oh Gott, Vögels. Fledermäuse. Es ist jetzt nicht wahr, dass ich an Fledermäusen verreckt bin, ne? Ach so, ich habe doch ein Essen. Das ist jetzt echt nicht wahr. Ach, mein Gott. So, gibt's jetzt hier was... Ja, jetzt brauche ich auch kein Kraut mehr, danke. Wo kommt ihr denn bitte her? Weil da war definitiv eben noch kein Zombie. Na schön, dass man den Wesker auch mal von nahen sieht. Okay, immerhin. Sehr schön, diesen Dode. Ah, da gab es bestimmt irgendwas einzusammeln. Ja, so schnell kann ich ja nicht. Ich könnte ruhig mal die andere Animation machen, wo ich mich auch mal wehren kann. Diese hier, genau. Bams. Jetzt könnte ich auch mal wieder ein... Ah, fuck. Kraut gebrauchen, wollte ich sagen. Das da zum Beispiel. Dankeschön, das Spiel hat mich erhört. Oh, danke. Ja, ich schieße jetzt die Waffen ab. Kontrollpunkt? Nee. Doch, tatsächlich. Okay. Na gut, aber hier kommt ja mit Sicherheit gleich wieder ein Bosskampf und daher... Nix. Ach, das ist ein Crimson Head. Ich sehe das gerade. Lieber so. Oh ne, nicht zwei, ihr Arschlöcher. Ey, geh weg. Wollt ihr mich denn verkackeiern? Oh, fuck. Das war irgendwie gerade Glück im Unglück, dass ich die eine Granate geschmissen habe. Okay, das wird normale. Scheiße. Hier liegen überall Sachen, verdammt. Was war das? Ein Zombie ist geflogen. Das ist nicht gut.
Da war ein grünes Kraut, verdammt. Ah gut, ich hab jetzt nicht aber voll, ja. Verreck. Okay. Okay, hinab. Ich überlege gerade, was kann denn außer dem Wurm noch kommen? Und der Wurm, da sind wir jetzt schon vorbei an dem Bereich. Da kommt der Wurm vielleicht doch nicht. Die Fledermaus nochmal? Das glaube ich eigentlich nicht. Also ehrlich hätte ich schon gedacht, dass dieser Wurm nochmal kommt. Also der Wurm aus Zero, ne? Nicht, also dieser, es war ein Tausendfüßer. Genau, es war ein Tausendfüßer. So. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Was kommt jetzt? Hier kommt doch Spinnen gleich wieder. Das weiß ich jetzt schon. Danke. Also die Frage, was ich jetzt hier am besten nehme. Ich habe ja eigentlich noch viele Sachen, ne? Es geht noch. Es geht eigentlich. Ausrüstungstechnisch geht's gerade.